Brustkrebs ist die bei Frauen am häufigsten diagnostizierte Krebsart. Auch bei Moderatorin Sonja Kraus wurde im September ein kleiner, aber hochaggressiver Tumor in der Brust festgestellt. Wie die 48-Jährige gegenüber Bunte offenbarte, wagte sie einen schweren Schritt im Kampf gegen den Krebs. Im November habe ich mir beide Brüste abnehmen lassen. Ich wollte das radikalste Verfahren und die größtmögliche Chance für mich, nicht wieder zu erkranken, erklärte sie. Diese Entscheidung war mit Sicherheit nicht leicht für Sonja Kraus. Dennoch will sie sich trotz dieser Erfahrung nicht zurückziehen. Stattdessen möchte die Fernsehmoderatorin darüber sprechen und damit anderen Frauen helfen. Das Gefühl, offen darüber reden zu können und jetzt vielleicht eine Frau dazu zu bringen, auch zum Arzt zu gehen, das ist warm und menschlich und schön.